Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitsche. Wir sind jetzt hier in der Felsenzuflucht. Wir sind ganz leise, weil hier ist nämlich ein Wildmagiern, den wir möglichst umbringen, bevor er uns was tut. So ist der Plan. Hä? Nach links geht's nicht. Wir können jetzt nicht abbauen, das wäre zu laut. Nee, ich glaube nicht, dass das jetzt eine gute Idee ist. Ja. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Bin ich hier gegen die Schaufel gestoßen? Mann, du bist ja auch... Nicht gut. Gar nicht gut. Schon wieder. Mann, die liegt aber auch so blöd im Weg. Du hast drei linken Messer im Stiefel. Hab es satt, immer entwaffnet zu werden. Moment, mal gucken, habe ich den Wolf dabei? Nee, den sollte ich vielleicht parat haben. Ups. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Der ist vielleicht unten, ne? Der muss gar nicht hier oben sein. Ich kann zwar verstehen, dass er sich auf einer schönen Insel zur Ruhe setzen will, hat er meine Sympathie, da ist er. Oder nee, das ist eine Frau, aber ist auch egal. Ist auf jeden Fall eine Person zu viel. Ah, das ist der andere, da ist er. Der immer gesprochen hat. Ist das noch jemand? Na, hier muss auch einer sein, aber da ist keiner mehr. Da ist der Stuhl. Nicht. Hier ist der Stuhl. Glaube ich. Aber ist in dieser Richtung. Ja. Und der Gesuchte war es auch noch nicht. Läuft jetzt hierher. Ist weg erstmal. Ich sehe ihn. Ah, jetzt läuft er weg. Ich habe ihn zu spät gesehen. Taschendiebstahl. Das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Aber weit darüber komme ich nicht. Hört sich eigentlich eher langweilig an. So, genau. Hört sich absolut langweilig an. Aufpassen. Oh. Du kommst da nicht so rüber. Nee. Und runterspringen kannst du ja nicht. Sehe ich nicht jedenfalls. Ah, siehst du ihn? Hast du mal gespeichert, bevor, nachdem du den umgebracht hast? Das war immer eine schöne Arbeit. Kann man ja mal festhalten. Ne? Saubere Arbeit. Waren so schön weit weg. Ja, da ist er. Der ist tot. Ja. Und ich finde, das ist gut so. Ja, aber hier komme ich ja nämlich trotzdem, da nicht. Nee, du musst da rüber. Musst du jetzt zurückgehen. Ich muss da außen rum. Ja, ja, ja. Außen rum. Ja, ja, unser. Kannst du ja mal wieder speichern. Das hast du ja auch ganz gut hingekriegt, dass der weg. Und da hinten ist nämlich eine Flasche. Unser Endziel ist nämlich noch da. Ja, ja. Wir haben uns das Kopfgeld noch nicht verdient. Nein. Der hat ja auch einen Namen. Der heißt ja Bertus. Da ist der Flasch gewesen. Hast du gesehen? Ja. Ist immer noch da. Ja, nee, das ist ja nur ein Skelett oder sind das mehr? Tja. Nee, ist nur eins. Die sind immer so verstreut, die Skelette. Eisenhelm, hier sieht man ja wirklich so gut wie nichts. So diffus das Licht. Ja, ist ganz blöd. Hm.
ganz schlecht zu sehen. Mindestens noch einer da, der vor sich hin plappert. Ja, wo, unten oder oben? Ich denke mal eher, dass er unten sein wird, aber weiß ich das? Immer diese schwierigen Fragen, dann können wir mal oben nachgucken. Ja. Also oben hat sich ja nichts mehr gerührt nach den beiden. Aber muss nicht viel zu sagen haben. Auf jeden Fall ist dieser Pfeil, das ist die Richtung für den Pfeil. Der Schlitzer, das klingt schon so unfreundlich. Wo versteckt er sich? Wir gucken uns das alles auf dem Rückweg an. Da können wir dann Licht machen. Na, hier wird er ja wohl nicht eingesperrt sein. Ein Messer im Stiefel. Hab es satt, immer die Waffen zu nennen. Aber das sieht ganz danach aus, als ob es hier lang ginge. Ja, das sieht nur aus wie ein Gefängnis, ne? Aber wir können ja mal aufmachen. Jo. Kann natürlich sein, dass er da durch muss. Na? Das kann sein. Gleich bricht er. Ja. Naja, aber der ist garantiert schon ziemlich runter. Ja, der ist runter. Ist noch ein Wildmagier. Ist wenigstens noch ein anderer außer diesem Typen, den wir suchen. Hier ist wieder eine Tür. Das kann natürlich jetzt rechts noch weitergehen. Hol ihn hier im Schlummer und mach ihn draußen kommen. Ja, geht's auch. Der Nebel schmeckt mir aber gar nicht. Nee. Hier geht's, doch, hier geht's wieder weiter. Ja, aber ziemlich winklig der Gang hier. So, und hier kommst du jetzt wieder an so eine Tür. Oder? Ja. Und da ist er. Ah, oh, so Mist aber auch. Du kannst ihn ja gar nicht erwischen. Okay. Der geht weg. Mach doch auf. Experte. Kann nichts mehr, du kommst nicht so rein. Aufmachen. Nee, du musst einen anderen Weg finden, da reinzukommen. Nee, es geht nicht. Kann ich nicht durchschießen. Nein. Na, dann probieren wir mal, ob wir da außen durchkommen. Ja. Ist gut, Wolf. Der ist auf jeden Fall gehofft. Ich habe ja gehofft, der macht selber die Tür auf. Ja, ich kann es verstehen. Deswegen habe ich den Wolf da hingestellt. Ja, ja. So blöd ist er auch wieder nicht, ja. Nee. Der hat sich da gut verrammelt. Ja. So. Aber da hat man ja die andere Tür. Vielleicht geht's hier noch drumherum. Bist du kein Experte? Nee, hier kommst du gar nicht durch. Hier geht's überhaupt das nicht durch. Ist nur durch. So eine Art Fenster. Boah. Müssen Sie sich wehren. Ja. Nicht in Ordnung. Naja. Ja, dann haben wir nur mit die Möglichkeit, naja, doch mehr. Einmal hier lang. Ja, ich glaube schon, dass es einen anderen Weg gibt, nur dass der Weg wahrscheinlich der kürzere Weg gewesen wäre. Mit weniger anderen Feinden vielleicht. Aber Expertenschloss zu knacken, weiß ja nicht. Wenn ich wüsste, wo er ist. Dieser hier. Na ja, der wird hier irgendwo sein. Da ist er. Da unten. Ja.
Nur ein Kratzer wollte er gerade sagen. Ja, oder war das schon alles? Irgend sowas in der Art. Irgend sowas wollte er wohl gerade von sich im geben. Im Hals stecken geblieben. Ja, hier muss man aber aufpassen, sonst fällt man hier runter. Speicher nochmal, wir wissen nämlich auch gar nicht. Ach, dann würdest du irgendwo runterfallen, würdest du gar nicht mehr hoch. Wirst du möglicherweise nie wieder rauskommen. Ja. Wenn du den Sturz überlebst. Corundo. Ja, das bauen wir auf dem Rückweg ab, wollte ich gerade sagen, aber jetzt sind wir ja wieder hier. Wir sind wieder hier. Zurück. Da war ich ja schon mal. Willst du irgendwie auf die andere Seite? Wie kommen wir denn da runter? Tja, ja, ich kann von da hinten runterspringen, das geht. Meinst du? Ja. So, hier. Ja, ah ja, stimmt. Habe ich ja schon mal gemacht. Ja, ist richtig. Dann gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Es geht da weiter und es geht da weiter. Da ist der Typ. Ja. Alles entlaufene Gefangene hier. Ja, ist er ja, glaube ich, auch, ne? Ist er nicht auch entlaufen? Ja. Bertulus. Könnte schon sein. Naja, 5 alte Eisenpfeile und zerstörtes Buch. Naja, aber das sind die Truhe. Die dicken Reichtümer findet man hier wohl gut, nicht. Gut, aber du kannst dir die Truhe mal angucken. Ja. Naja, immer ein Bauplan. Kann man ja verkaufen, wenn man nicht mehr braucht. Ja. Ein Ausmesser ist nichts wert. Ja. Vergessen. Okay. Hier geht's ja wohl nicht weiter, dann gehen wir mal durch den anderen Gang weiter, wo der Alchemist war. Mhm. Guck mal, ich habe einen Pfeil von mir gefunden. Kann eigentlich nicht sein, ich schieß doch nie daneben. Nicht so oft. Was dampft denn hier so? Tja. Nett eingerichtet. Ah, da liegt er ja. Ja. Eisenpfeile, verschlissene Robe, bringt immerhin Kohle. Ja, die verschlissene erst recht, hat ein sehr gutes Verhältnis. Oh, kann man den benutzen, um Flecken zu entfernen? Den Fleckenpilz? Bestimmt, sonst würde er ja nicht so heißen. Oder der macht Flecken. Oder der macht Flecken, wollte ich auch gerade sagen. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Du darfst auch. Es ausprobieren. Ja, gib mir mal einen. Ah. Hey. Ich will sehen, ob da was drauf ist, aber ich glaube nicht. Oh, da können wir ja schlafen gehen, wie schön. Ja. Feder. Tintenfass. Die Bücher sind alle zerstört, die benutzen sie wohl, um Feuer anzumachen. Tja. Vielleicht sind es Zigarrenraucher, die sich die Zigarre damit anzünden. Ja. Trommel? Ach nee. Zu schwer. Für den Wert ist es eindeutig viel zu schwer. Hier liegen überall Spitzhacken rum. Das ist aber ein ganz schönes Labyrinth hier. Ja, das ist ein Labyrinth. Ah, da kommt man nach oben. Aha. Hier geht's. Wieder nach oben, weißt du, wo. Ach, ja. Da geht's nach oben, wo ich Angst hatte, runterzufallen. Ja, da genau. Hätte ich auch runtergehen können, aber das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, das ist ja hier. Genau.
da sind wir ja eigentlich hoch. Das ist ja die erste, die du umgebracht hast, glaube ich, hier. Ja. Sind wir eigentlich wieder da, wo wir reingekommen sind. Ja. Jetzt kommen wir wieder raus. Ja. Oh, wie scheiße. Also, ich meine es wirklich. Es ist doch ein echter Mist. Moment mal. Ja, wir können das ja noch probieren. Zwei Leitern hoch. Ja, das meinte ich auch. Das müssen wir noch probieren hier. Über die Leiter bin ich wohl hochgekommen, ja. Genau. Dann gehen wir die wieder runter und gehen wir die nächste hoch. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Ist ja verwirrend, das Ganze. Hier ist der Eingang. Die geht nach unten. Das ist die nach unten geht. Hier ist die Ader. Ich habe doch zwei Leitern gesehen, die nach oben gingen. Oder spinne ich jetzt schon? Ich bin doch jetzt wieder oben. Ich will runter, Mensch. Ja. Wo wir reingekommen sind. Ja. So. Und da geht's nach unten. Geht's runter. Da geht's nach unten. Ja, und hier geht's nicht weiter. Nee. Tja, ich fürchte. Du meinst, wir können nicht zu, bevor wir nicht Expertenschloss öffnen können? Es sieht ganz danach aus. Das ist aber nicht gut. Aber hier geht es doch noch weiter. Guck mal, da hinten geht es doch irgendwo hin. Ja. Kann natürlich sein, dass da auch irgendwie drumherum geht. Hier ist jedenfalls zu. Ja. Da war das dieses einfache Expertenschloss. Weg gewesen. Ich glaube, wir müssen hier rumlaufen. Könnte ich mir vorstellen, dass es da hinten noch weitergeht. Aber dann bist du ja wieder unten. Vielleicht geht's unten da hinten weiter. Das kann sein. Oben habe ich ja nichts gesehen, dass es weitergegangen wäre. Das ist der Ding hier, wo wir schon drin waren. Wo der Schrank ist. Als wir da reingekommen sind in die Höhle, ist mir gar nicht aufgefallen, dass da gleich eine Treppe gewesen wäre. Also eine Leiter natürlich, keine Treppe. Warum geht er denn da nicht runter? Dann springe ich runter, wenn er nicht runter geht. Oh. So, und hier, von hier aus sind wir dann nach oben gegangen. Ja. Ja, und hier muss es vielleicht hier noch weitergehen. Ja, da ist der, den kennen wir. Aber hier kommen wir ja dann raus. Bist du in die falsche Richtung gegangen, oder? Kommen wir jetzt nicht raus. Ha. Ja, wir kommen raus. Geh doch mal in die, geht's in die andere Richtung. Nach Herzland. Ja, und aber, geht's nicht tiefer langsam. Rein in die Höhle? Ich bin jetzt hier, das ist der richtige Eingang. Da sind wir eigentlich hergekommen. Ja. Diese Leitern, die verwirren einen total. Wir sind da lang gegangen, haben die eine umgebracht, sind dann auf die Leiter, da wo der Schrank ist, sind wir hochgegangen. Und wir haben gar nicht unten geguckt, ob es unten noch weitergeht. Immer schön an der rechten Wand entlang. Aber du hast ja auch gesagt, es geht gar nicht anders als die Treppe hoch, also als diese Leiter hoch. Und das ist es ja auch, glaube ich, so wie es aussieht, oder? Wenn du jetzt hier kommst, dann kommst du wieder raus, oder nicht? Ja, ich versuche hier immer rechts lang zu gehen, um zu gucken. Achso, jetzt sind wir hier, wo der Magier war. Ja. Klar, da hätten wir auch unten hingehen können. Aber hier geht es auch nicht weiter. Stimmt. Und hier? Haben wir ja auch schon.
Und da sind wir ja runtergesprungen. Ja, ja, oben. Aber wir sind hier an der Wand entlang gegangen. Ach, lass das. Warum machst du das tot? Der ist leer. Das war mein Lutfinger. Ja. Sagst du immer, grüner Apfel, Mampf. Und Kohl. Aber nur bitteschön als Eintopf oder so. Oh, Karotten. Können wir demnächst wieder was? Ich meine, wir wollten sowieso noch Sachen angucken. Das können wir dann auch machen. Ja, hier gibt es noch viel anzugucken. Ich glaube, der Einzige, und auch abzubauen. Ja, was gibt es hier weiter, ja. Der Einzige, der noch am Leben ist, ist, glaube ich, der komische Typ. Ja, sieht ganz danach aus. Der hat schon Lust. Aber hier waren wir doch schon. Ja, hier sind wir durchgelaufen, glaube ich. Ja, oder? Nee. Hier? Nee. Gehen wir mal weiter. Ja. Da müssen wir jetzt weiter. Ja. Genau. Ha. Speichern. Truhe. Truhe, Juchi. Nun, auf jeden Fall waren wir hier da oben, nicht. Ja, da hinten oben ist eine Truhe. Mann, du hast ja richtige Adleraugen. Wenn es um Truhen geht, ja. Nicht unbedingt immer, wenn es um Feinde geht. Also. Das wäre eigentlich wichtiger. Sieht aus wie Erz, sind aber nur Blätter. Sagte ich nicht schon mal, ich muss mal Alchemie betreiben, diese ganzen Schlammmorcheln loswerden? Ja. Oh, da ist einer. Oder eine. Das war einer. So, und der hat nämlich Alchemie betrieben. Ja, jetzt kommt noch einer. Ja, von wegen Einzige, der noch da ist. Haha. Ja, ja. So viel zum Thema der Einzige. Mhm. Okay, erstmal speichern und. Eher was Länglicheres. Auch schon so einen komischen Eintopf haben wir gar nicht mehr. Was für ein Eintopf denn? Der wässrige Apfelkohleintopf? Weiß ich nicht. Das will ich. Ach so, kann man ja nicht sehen. Ich wollte gerade sagen. Ja, eine Wurst ist gut. Ich wollte gerade sagen, kann ich ja mal testen, ob es sofort wirkt. Aber das heißt ja deswegen noch lange nicht, dass es auch im Kampf funktioniert. So ist es. Eisenpfeil, oh mein Gott. Du hast ja genügend. Eigentlich hast du genügend. Den kostbaren Pfeil. Und zwar sofort, man sollte den Eisenpfeil auch ehren. Ja, die Roben, die haben ein gutes Verhältnis. Der hat ja alles alleine ausgesoffen. Weil Knoblauch hat er und Knochenmehl, na gut. Lebenstrank? Ich bin sicher, den kann ich noch öfter gebrauchen. Ja, das glaube ich auch. Jetzt ist sie runtergefallen. Oh, ist sie kaputt gegangen? Die ist bestimmt kaputt. Das ist wahrscheinlich eine Plastikflasche. Ach so. Oh, Lauch. Auch schon wieder leer. Zerstörte Bücher haben die alle. Ja. Die ehren die Bücher nicht. Die benutzen die garantiert zum Heizen. Die benutzen die für alle möglichen Sachen. Hä? Nur nicht zum Lesen. Wo ist die Flasche? Ah, ist auch eine leere.
So, ein bisschen vorsichtig. Aha. Hier geht's lang und da. Ja, aber hier ist, glaube ich, eine Sackgasse. Ich glaube, hier ist nur eine Sackgasse. Hier ist nur das Bett und dann noch eine Truhe und ein paar andere hübsche Kleinigkeiten. Ne? Oh, könnte sein. Naja, vielleicht ist keine Truhe da, aber Flaschen sind jedenfalls da. Lederschuhe. Lederschuhe, ja. Oh, geht. Auch alles leer. Oh, Schattenhaut. Nicht übel. Gucken wir uns gleich mal an. Schattenhaut. Schleichen ja. 12% effektiver. Kannst du mal auswechseln. So, austauschen. Mal mit Sternchen ja. Fesseln. Anstelle des Eisenschilds. Wo ist es? Eisenschild ist oben. Eisenschild ist oben. Da, wo der Stern ja, ist. Ja, ja. Ja, ist auf jeden Fall besser. Das Eisenschild hat mehr Rüstungswert, aber der hilft ja auch beim Schleichen. Mhm. Noch irgendwas Interessantes? Ich meine, du benutzt das Schild ja doch nicht sehr oft eigentlich. Genesungstrank ist immer interessant und schon wieder. Was da oben? Ist ja noch was auf dem einen Tisch. Hocker da auf dem Tisch? Nee, ne? Da ist nichts drauf. Nee. Nur so eine Reif. Naja, ja, da ist es eine Schatulle auf oder was? Auf dem Tisch, da ist ein Teller und das zerstörte Buch. Und da ist oder ein Hocker oder was ist das? Was für ein Hocker? Hier ist ein Stuhl. Auf dem Tisch. Ach so, das sah nur aus wie eine Schatulle deswegen. Das ist so eine Laterne. Ist das. Ach. Na eine ja. Laterne. Ich glaube, du brauchst eine neue Brille. Das sah so groß aus. Ungefähr eine Laterne wäre irgendwie so überdimensional groß. Was haben wir denn hier unten? Also eben noch hatte ich die besten Augen und Mann, schon brauche ich Mann, ist das ein Chaos hier. Das, ja. Diese Gänge, die gehen ja nur kreuz und quer und hin und her. Das ist wahrscheinlich Absicht. Ich werde hier verhungern müssen, weil ich nie wieder hier rausfinde. Ah. Also gehe ich jetzt erstmal hier hoch. Ja. Speichern. Wolltest und du ja dann nicht auch. Gucken, wo es hier hingeht. Oh. Was ist das denn? Das ist ja höchst interessant. Eine Wildmagierin. Die hatte ich gehört. Das war jetzt gar nicht so gut. Warum bist du jetzt gar nicht geschlichen? Oder bist du geschlichen und die hat so gute Ohren? Ich bin geschlichen, hier. Wow, die hat richtig gute Ohren, ne? Ja. Was ist denn das? Hat die das gemacht? Hä? Na, dieses Licht. Ja, ist etwas Spitzhacke. Na, psch. Unser kleines Trampeltier. Ja, ja. Oh, haben wir schon wieder so eine komische Tür. Öffnen, die kann man wenigstens so öffnen. Die ist offen, offen. Dann speichern nochmal. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen... Oh nee, dann mache ich nicht Schluss. Hier ist sie nicht. Nein, das konnten wir jetzt nicht machen. Weil wir nämlich die halbe Stunde gleich erreicht haben. Ja. Nein, die großen Reichtümer finden wir hier wohl nicht. Tja, und unser großer Wildmagier wird wohl noch ein bisschen warten müssen. Wird er wohl noch. Ich hoffe, wir bekommen ihn ran. Tja, okay. Ansonsten müssen wir wieder abziehen. Und dann, wenn wir Expertenschlosskenntnisse haben, können wir ja dann haben, mit der Fackel laufen und alles aufräumen. Ja, ja, okay. Na gut, auf jeden Fall, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
So lange muss er warten. Tschüss.